Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar. Aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Los! Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Deine Maske fressen! Du bist tot! Erst in der Luft! Was sollen wir tun? Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Lasst mich in Ruhe! Ganz ruhig, Lady. Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Ich brächte deine dürren Knochen! Los, Jungs, in uns steckt mehr! Ich brächte die Knochen! Er ist in der Luft! Was sollen wir tun? Ich brächte deine dummen Knochen. Hau ab, oder sie ist tot. Lass mich los. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ.
Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Oh, wow! Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Viele davon wohl in der Stadt verstreut sind. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Oh! Spider-Man! Knallt ihn ab! Mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird dir leid tun, Spinnenfreak. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Corp repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Corp, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Corps unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ah, ich nehm... Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat?